Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Willkommen zurück zu Police Stories. Jetzt mit Kapitel 16, Fall abgeschlossen. Zentrale, hört mal, was auch immer Eli Stone über den Chief gesagt hat. Ich weigere mich, das zu glauben. Der hat einfach nur versucht, die Schuld einen anderen zuzuschieben. Ihr braucht mir ja nicht glauben, ihr könnt selbst den Chief fragen. Ja, der wird doch klar die Wahrheit sagen. Falls mich nur einmal eben, was? Der ist nicht auf dem Revier. Warum sollte er denn nicht, warum sollte er denn in einem Hotel am Rande der Stadt sein? Tja, weil er abhauen will. Schwierigkeitsgrad 4,5, ein falscher Zivilist, drei normale Zivilisten und 15 Verdächtige. Natürlich alles Verbrecher. So, wir haben gar nicht dieses Schild benutzt. Müssen wir gleich mal testen. Und Start. Schau mal, einer an. Da hätten wir ja jede Menge bewaffneter Gorillas. Dann hatte Storm wohl recht, was den Chief angeht. Und er ist ganz bestimmt hier. Die Wanze hat uns hierher geführt. Die Wanze? Du hast den Chief verwanzt? Sein Wagen, um genau zu sein. Irgendwie muss ich doch das Budget des Reviers verprassen, oder? Schätze mal, wir werden schon bald wissen, ob er hier ist oder nicht. Komm. Okay. Eine Kugel für den Chief. Oh, diesmal unsichtbare Wand hier. Vorm Einsatz schon mal hier die Pylonen aufgestellt. Und den Sound hatten wir auch schon mal. Oh, ups. Ich wollte eigentlich Rechtsklick machen und Pfefferspray. Aber diesmal gibt es ja keine Bombe. Das hat man jetzt zu Genüge. Ach, jetzt haben wir schon hier alles kaputt geballert. Oh. Was ist mit dem Schild hier überhaupt? Oh, welche Pistole, das ist auch ganz gut. Ich kann ja quasi alleine spielen. Scheiße, Kugel abgeprallt oder was? Hat es so angehört? Ah, ich glaube, ich spiele ohne den Schild. Danke, Kollege. Tür ist zu. Bitte einmal aufbrechen. Ich glaube, den Schild kann man doch für größere Räume nutzen. Ah, wir sind schon wieder verwundet, verdammt. Man kann den Schild ja nicht dauerhaft benutzen mit 12 Schuss. Das ist ja ein Witz. Kriegst du die Tür auf? Kein Bock, außen rumzulaufen. Oh, danke. Hat er mich zweimal getroffen? Ich bin, glaube ich, in den Schuss reingelaufen. Get down now.
Einfach mal die Fresse wegballern. Versteckt sich da wer im Klo? Just a mirror. Copy that. Oh ja. Durchbruchskit ins Scheißhaus. Roger. Wir sprengen ihn raus. Ah, er geht schon auf Knie. Auf die Knie, so. Fall in on me. Gangster in Paradise hier. Ach ja, ich schieß 20 Mal daneben. Fuck off, ey. Kein Heilkit mehr, Mist. Stand down. Fall in and stay close. Ich blute jetzt hier alles voll. Beweise gefunden, haben wir? War das jetzt der Chief oder was? Ah, es war klar. Muss nur irgendwie mal eine Kugel bekommen und dann gleich Geschichte. Hier, nimm mal das und da liegt das auf dem Tisch. Das siehst du nicht, das nehme ich. So. Oh, das war gut. Yes. Ich glaube, diesen ballistischen Schild, den nehme ich jetzt immer mit und lass die Blendgranate weg. Pfefferspray. Anschauen. Da ist einer im Raum. Pfefferspray, Gangster. Roger. Zip him up. Copy that. Get that. Copy that. Öffne die Tür, da war ein Gangster hinter oder sowas. Roger that. Oh, Mist, muss der aufmachen. Use the lockpick. Roger. Oh Gott, es ist die Polizei, ja. Hat er die Waffe gehabt? Get down now. Fall in and stay close. Stand down. Regroup on me. Okay. Nächste Tür, bitte öffnen. Opening the door. Get down now. Get down now. Get down. Hands up. Hands up. Hey, hands up, Mann. Aha. Das war wieder Gangster in Love. Der Gangster hat sich wahrscheinlich schick gemacht für ihn hier. Wollten bestimmt gleich Liebe machen. Ah, hat er mich verwundet. Das gibt's doch nicht. Diese schwarzen, also schwarz gekleideten Terroristen, Gangster, whatever, sind immer die, die auch gut schießen. Oh, nichts gemacht, er hat sich gleich ergeben, praktisch. Alter, hat mein Kollegen verletzt. Aber der kann ja ruhig sterben. Da ist bestimmt wer auf dem Klo, oder? Zivilist, okay. Festnehmen. Zip him up. Copy that. Fall in on me. Zwei kleine Departments noch. Get down now. Was hier war auf dem Klo? Check mal. Copy that. Ja. Durchbruchskits. Blow and open. Er wird sich gleich beim Scheißen erschrecken. Zack. On the ground now. Haben die schon vorher mal oh Gott gesagt, was ist neu? Da fällt mir jetzt auf. Fall in and stay close. So, kein Risiko, Kamera. Use the mirror. Affirmative. No
correct. Negative. Bestimmt gerade am Baden, ne? Ja. The door now. Roger. Legt ein Ei, die Person. Hands up! Festnehmen. Secure the target. Roger that. Letzter Raum. Camera under the door. Roger. Suspect spotted. Durchbruchskits. Deploy a breach of charge. Roger that. Du brauchst mehr als nur einen Anwalt, mein Freund. Ja, geschafft. Ging. B minus. Boah. Wusste ich's doch. Ich wusste, der ist hier nicht. Na, was bist du doch für ein schlaues Kerlchen. Vielleicht können wir ja mit Hilfe deiner Spürnase herauskriegen, wo genau er ist. Warte mal eben. Er ist in der Bank, downtown. Wie hast du... Ach, ich habe bloß eine Sekretärin angerufen. Wir wissen, dass er nicht auf dem Revier ist. Und ich bin mir sicher, der Chief weiß nicht, dass wir sein Geheimnis gelüftet haben. Also habe ich sie angerufen und zack, jetzt wissen wir, wo er ist. Okay, Hut ab dafür. Ja. Und vielleicht kannst du dieses passiv-aggressive Nummer mal lassen? Ich denke darüber nach. Sobald wir den Chief haben, gehen wir. So, Enthüllung. One Capital Bank. Ja. Gehen wir mal gleich rein, oder? Zentrale, die Sache mit dem Motel war nur ein Fake, wie der Chief auch. Ich kann nicht glauben, dass ich jahrelang für den Kerl gearbeitet habe. Der ist in der Grace National Bank und versucht seine Kohle abzuholen, bevor er aus der Stadt verschwindet. Jones and Rhymes, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Holt euch diesen Wichser für alles, was er angerichtet hat. Die benutzen häufiger das Wort Wichser irgendwie, ne? Weniger Wort Arschloch oder so. Naja, Schwierigkeitsgrad 9, das heißt für uns wieder, es wird einfacher. Weil irgendwie 9 kriegen wir easy peasy hin, wenn es so 7 ist oder so, wird es gefährlich. Wir haben einen falschen Zivilisten, 4 normale Zivilisten und 13 Verdächtige. Und die Sets würde ich mal so beibelassen. Und Start. No parking. Sie sind da! Verstanden. Holt den Chief da raus und sorgt dafür, dass er alles aus dem Safe holt. Wir kümmern uns um John, Jones und Rhymes. Ja, die töten wir. Ba-da-da-da-ba, no parking. Und die dürfen wir nicht weiter und... Die dürfen wir nicht weiter. Großer Raum heißt ballistischer Schild. Oh. Und so zerbröselt der Keks. Yeah. Die Musik klingt so... Copy that. Disco der 90er oder so. Roger. Bam, bam, bam. Hands up! Hands up. Hands up. Ihr seht's nicht, aber ich gehe mit meinem Kopf voll ab. Get down now! Get down now! Get down now! Hotline Miami hatte viel bessere Mucke. Get down now! Get down now!
Bitte aufhören. Aber wenn du so sagst, hau ich dich gleich nochmal. So, wir versuchen es wieder. Du gehst da rein. Ich gehe hier rein. Keine Drogen? Enttäuschend. Puh. Gucken wir mal hier rein. Tür ist zu, verdammt. Da geht er bestimmt rum, ne? Oh, da sind Drogen. Get that. Copy that. Kommt doch bestimmt rum. Fall in and stay close. Ah, die Tür ist bestimmt verschlossen, ne? Lockpick the door. Negative. Wie negativ? Öffne die Tür. Locking the door now. Copy that. On the ground now! Ah. Mit einer Schrotflinte beschwert sich wegen Polizeigewalt, ne? Das sind die richtigen. So, du gehst da rein. Oh, Roger. Und hier ist niemand. Okay. Fall in on me. Hands up! Get down! Get down now! Dass man den immer auf die Nase hauen muss. Use the mirror. Copy that. No visible threats. Negative. Ja, keine Person, er sieht wahrscheinlich die Person hier links hinten nicht. Okay, da ist keiner. Get down now! Fall in and stay close. Sieht's hier aus? Kamera? Camera under the door. Roger that. Suspect spotted. Ein können wir mal dafür. Negative. Wie negativ? Ich geb dir gleich negativ. Mach mal auf da. Roger. Und Rainer. Einen Durchbruch-Kit halten wir, heben wir uns mal auf. Müssen wir ein Knöpfchen drücken. Get down now! Anschein. Secure the target. Roger that. Hands up! Gut. Regroup on me. Komm mal mit, wir gehen ja gleich weiter. Aber hier hinten waren wir, ja? Raum checken. Check behind the door. Copy that. Suspect spotted. Ah, ich will jetzt ein Durchbruch-Kit nicht dafür opfern. Ah, habe ich ja ganz vergessen. Wir können nämlich doch durch Sachen schießen. Weil wir haben ja die bessere Munition. Da kann man das mal einsetzen. So, hier Kamera. Dieses Endoskop ist so wichtig. Perfekt. Bisher läuft's richtig gut. Liegt an der Mucke wahrscheinlich. Also mit der Mucke muss ich auch irgendwie an Blade 1 denken. Wann kam der raus? 1999 oder so? Ah, großer Raum, großer Safe. Ballistischer Schild. Aktivieren. Get down now. Ja, die Tür ist zu. Ah, fuck, wir müssen in beide Räume rein. Ich sehe gerade die Schalter. Einmal hier. Ja, die kann man nämlich leicht übersehen in diesem Spiel. Und einmal hier. Get down now. Ah, mich verwundert diese kleine Drecksratte. Wir können zwar einmal heilen, ein Durchbruchskit. Und wenn wir den Chief sehen, hauen wir ihn auch gleich mal ein paar Kugeln ins Gesicht. Sicher hier mal diesen Raum ab, mein Freund. Cover that. Roger. Suspect spotted. We have a suspect down. Okay, Raum ist sauber. Ich würde jetzt auch so ein paar Goldbarren gerne haben wollen und diese ganzen Dollarscheine. Finde ich gut. Könnte ich auch gebrauchen. Go. Wieder hin.
Cover that area. Roger that. Nee, diese e- Cover that. Affirmative. Genau. Suspect spotted. Mission complete, aber kein Chief hier. Ich glaube, das war der erste Anlauf, ne? Oder zweiter. Egal. Lief gut. Benotung B- schon wieder. Ja, Beamte verletzt. Das bleibt ja nicht aus. Die haben ja Waffen. So. Der Chief scheint eilig... Der Chief scheint eilig gehabt zu haben. Ganz schwerer Text. Das meiste Zeug hat er mitgenommen. Aber hier ist immer noch was. Da. Ja. Jede Menge Behördendokument. Noch dazu mit CIA-Logo. Und hier. Da steht was von einem Safe House. Chief. Moment mal. Das ist eine Adresse und ein Bild. Wow. Das ist ja mal ziemlich groß für ein Safe House. Fast schon eine Villa. Der Chief hat eine Villa? Sieht so aus. Da steht, dass ihn jemand im Notfall abholt. Bin mir ziemlich sicher, dass er gerade dorthin unterwegs ist. Los, gehen wir! Kann's kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn endlich die Handschellen klicken. Ja, so sieht's aus. Ach komm, die letzte Mission starten wir auch nochmal. So, späte Gerechtigkeit. Besprechung. Zentrale. Danach kann es echt nichts mehr kommen. Der Chief hat eine Villa in der Vorstadt. Und die ist riesig. Die kauft man sich nicht vom Gehalt eines Polizisten. So viel steht mal fest. Ich habe mal Gerüchte gehört, dass er für die CIA gearbeitet arbeitet. Und doch damals schien mir das zu weit hergeholt zu sein. Machen wir dieser Sache ein Ende. Er soll endlich gestehen, was er verbrochen hat. Schwierigkeit. 10 von 10 hatten wir noch nie. 3 falsche Zivilisten, 4 normale Zivilisten und 14 Verdächtige. Das heißt, wir brauchen genug Munition, um alles zu töten. So, den nehmen wir auch nochmal. Zack und Start. Ja. Was, was? Ich hab für dich den Kopf hingehalten. Und plötzlich kommst du mir mit... Kann dir leider nicht helfen. Falls du das Memo nicht gekriegt haben solltest, hier nochmal zum Mitschreiben. Wir sind am Arsch. Es ist aus für uns alle. Was? Ein Plan? Nur zu. Gut. Da wären wir. Zeit für ein paar Antworten, John. Bist du bereit? So bereit, wie man nur sein kann. Bringen wir es hinter uns. Gut, gut. Let's start. Oh, gleich Tür abgeschlossen. Lockpick the door. Affirmative. Ja, die Leute, die eine Villa haben, haben Angst, was zu verlieren, ne? Get down. Get down. Oh, da war einer. Gut, jetzt wissen alle, dass wir da sind. Und ich kann mich gleich heilen. Regroup on me. Da, wie viele Leute auf engstem Raum hier gerade sind. Und ich habe 2 Magazine schon halb leer geballert.
Und ja, wir können von vorne anfangen. Gut, so viel dazu. Ich glaube, ich nehme mal das Kit hier. Achso, ich muss sie beim Schild gedrückt halten. Bin trotzdem verwundet. Na, müssen wir uns doch mal heilen. Stand down. Fall in and stay close. Get down! Hands up! Fuck, hat er mich schon wieder verwundet, diese Sau. Get down! Secure the target. Roger. Regroup on me. Oh, gleich zwei Leute. Das braucht sowas von einem Durchbruchskit hier. Aber geben gleich beide auf, das ist gut. Hier sind doch bestimmt wieder Leute drin. Camera under the door. Copy that. All clear. Negative. Okay, liegt keiner ein Ei. On the ground now! Wo hältst du denn, den Kleiner? Fall in and stay close. Wie viel Heilung habe ich noch? Ach, das eine Kette will ich noch aufheben. Gucken wir mal, ob jemand draußen auf einer Sonnenliege liegt. Ja. Spotted. Negative. Alter, das war Glück. Er wollte gerade abdrücken, hat die Waffe schon gezückt. Da konnte ich ihn gerade noch eine zimmern. War da ganz hinten. Jetzt brauche ich unbedingt Heilung. Der hat mich auch gerade getroffen. Ah, warum nehme ich meinen ballistischen Schild nicht? Das hätte es nicht sein müssen. So, gucken wir mit dem Endoskop. Oh, ich bin schon wieder verletzt. Mann, ich werde gerade nur angeschossen. Ich muss ja sagen, die Leichen liegen irgendwann ganz cool da. Aber ich finde das Spiel ein bisschen diskriminierend. Es gibt ja keine Frauen in diesem Spiel, ne? Ups! Wollte ich nicht. Ich wollte auch gerade nicht abdrücken. Ups! Ich habe meinen Kollegen geschlagen. Das geht. Wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Zivilisten schlagen, aber jetzt habe ich meinen Kumpel geschlagen. Das ist natürlich gut. Ja. Vom Durchbruchskit. Kein Risiko mehr. Ich glaube, wir haben es auch gleich geschafft. Go, 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 go! Alter, wuuu! Fall in on me. Warst du allein auf dem Klo? Warst du allein auf dem Klo? Ah, man riecht's. Aber Gott sei Dank habe ich die Fenster aufgeschossen. Oh, das ist eine doofe Ecke. Ich schick dich da mal hin. Das ist eine Ecke, da wird ein Gangster sein. Nein? Okay. Fall in and stay close. Ah, das ist auch wieder so ein großes Scheißraum. Das ist... Camera under the door. Negative. Negative? Nee. Da ist definitiv einer. Regroup on me. Nee, ich schick dich vor. Go. Go. Oh. Der eine Zivilist, die haben sich beide gerade sich selbst erschossen. Ich glaube, die hatten beide eine Waffe und der eine Zivilist hat einen anderen Zivilisten erschossen. Und die wollten wohl Selbstmord machen, oder?
Aber irgendwie... War ein übersehen? Verdächtiger neutralisiert. Blute auch noch. Nur auf zu bluten, Junge. Ah, nee, das Klo, da waren wir ja. Hä? Was haben wir übersehen? Nur Koks auf dem Tisch im Eingangsbereich. Aber die waren doch überall, oder nicht? Irgendwen müssen wir übersehen haben. Der Chief müsste hier auch irgendwo rumlaufen eigentlich, oder? Ja, kann sein, dass ein Verdächtiger irgendwie jetzt uns gehört hat und uns irgendwo hingelaufen ist und wir jetzt ihn suchen müssen. Natürlich ein bisschen ätzend. Aber wo ist der denn? Ich verliere literweise Blut. Boah, ich blute hier alles voll. Hier in der Ecke vielleicht, im Lagerraum? Weil da war ich doch mit Drogen geholt. Hä? Raff ich gerade wirklich nicht. Oder durfte der Chief nicht sterben und... Hä? Ich verstehe das Problem gerade nicht. Haben wir übersehen. Das ist ja ätzend jetzt. Level eigentlich geschafft, aber irgendwas haben wir übersehen. Ah! Etwas, was ich die ganze Zeit schon übersehen habe. Suspect spotted. Der war nicht allein? Im zweiten Anlauf. Also fast. Ging er schnell. Dafür eine extra Folge machen, wäre ein bisschen doof gewesen. Ganz schön kurz. Na gut, dafür wird die ein bisschen länger. So, Enter. Mission complete. John Wick! Willkommen! Was führt euch denn in meine bescheidene Hütte? Schluss mit dem... Ah ne, er hatte eine normale Stimme. Schluss mit dem Scheiß, Chief. Wir wissen, dass du hinter all dem steckst. Den Bomben, den Morden und sogar dem Bandenkrieg. Was ich nicht verstehe, ist, warum... Warum sollte man so etwas machen? Ich kenne dich schon so... Schon seit Jahren. Das hier... Das bist nicht du. Diese Stadt. So sehr ich sie auch liebe, weiß ich doch, dass sie von Verbrechern wie von Krebs zerfressen ist. Gewalt und Chaos herrschen auf den Straßen und machen die Stadt von ihnen krank. Ausrotten ist der einzige Weg. Das ist... Das könnt ihr ja glauben. Die Kriminellen, die Gangs, die Söldner... Das sind doch alles nur Bauern in diesem Spiel. Deren Leben spielt keine Rolle. Wie schon immer. Und sobald man das kapiert hat, sieht man so langsam das Große und Ganze. Ich habe ein paar Freunde ganz oben, wie man sagen könnte. Und die haben mir gesagt, man könnte diese Stadt nur noch durch Niederbrennen retten. Dass sie sich aus dieser Asche zu neuem Leben erheben kann.
Stone und Roberts, die Kolumbianer und sogar die mit Drogen vollgepumpten Bombenleger, die haben alle wunderbar ihre Rolle gespielt. Und gäbe es euch beide nicht, würde diese städtische Polizei jetzt schon im Geld schwimmen. Und ihr wisst doch, was das bedeuten würde. Sichere Straßen, mehr Lohn für alle Beamte. Warum sollte man sich gegen so etwas wehren? Ich höre schon, die Sirenen, die kommen, um mich zu holen. Was? Schön, dann dreht mal eure kleine Ehrenrunde. Verpasst mir eine Handschellen und schleift mich von hier vor die Kameras. Macht mich zum Gespött meiner Kollegen, meiner Familie, meiner Freunde. Pardon. Guten Abend, meine Herren. Und wer zur Hölle bist du jetzt? Agent, zensiert, FBI. John Wick. Es ist ja schön, euch endlich kennenzulernen. Wenn ich ehrlich bin, dann bin ich euch jetzt schon die ganze Weile auf den Fersen. Und ich kann nur sagen, gute Arbeit. Sogar großartig. Ihr habt in nur wenigen Wochen eine Menge böser Buben eingebuchtet. Doch ich denke, dass wir bei diesem Fall hier eure Hilfe nicht brauchen. Dass wir bei diesem Fall hier eure Hilfe nicht brauchen. Also, wir kümmern uns ab sofort um den Chief und ihr wartet hier, während. Ach komm schon. Das ist doch Bullshit. John, ich hab's in der Zeitung gelesen. Ihr Verräter vom FBI steckt doch mit diesem Psychopathen unter einer Decke, nicht wahr? Chief! Genau, also könnt ihr nicht mit diesem Heiterteil oder so kommen. Hör mal, keiner, Kleiner. Du willst die Wahrheit hören? Schön. Ihr zwei seid da in etwas reingestolpert, das ihr nicht mal ansatzweise verstehen könnt. Etwas, woran Dutzende von Leute, auch ich, schon seit Jahren dran sind. Und ihr habt das jetzt komplett versaut. Ihr habt etwas ruiniert, was so viel größer ist als alles, was ihr euch selbst zusammen vorstellen könnt. Die Chance, die Stadt für ein für alle Mal vom Verbrechen zu säubern. Ein paar Explosionen sind da kein zu hoher Preis. Oder? Jetzt gehen die einfach. Mehrere Polizeieinheiten sind hier unterwegs. Ihr könnt also euren kleinen Triumph auf dem Revier feiern. Aber ihr könnt mir glauben, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen werden, um dieses kleine Malheur aus den Geschichtsbüchern zu tilgen. Und wir können eine Menge bewirken. John, Wick, nicht vergessen. Ihr mögt euch jetzt gerade wie die Helden vorkommen. Auf lange Sicht habt ihr jedoch mehr Schaden als Gutes angerichtet. Als wir aus der Villa kamen, war es genauso, wie der Agent gesagt hatte. Überall Streifenwagen, heulende Sirenen und Leute, die wild durcheinander rannten. Es schien etwas Großes geleistet zu haben. Zu dumm, dass nur ich und John die Wahrheit kannten und sie niemandem sagen konnten. Aber warum? Warum habt ihr den Mund gehalten? Die haben uns gedroht.
dass sie sich uns vorknüpfen würden. Unsere Familien. Du weißt schon, solches Zeug halt. Und was ist dann passiert? Tja. Ich und John, wir sind am Abend zurück aufs Revier. Die ganze Fahrt dorthin haben wir kein Wort geredet. Nur dieses Mal war da so eine Verzweiflung zu spüren. Es war, als wäre irgendwas in John zerbrochen. Etwas, das sich nie mehr reparieren lassen würde. Danach erschien er nicht mehr zur Arbeit. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was? Was ist mit dem Chief passiert? Ich weiß nicht viel. Aber ich habe gehört, dass die ihn danach in den Knast gesteckt haben. Das ließ sich dann wohl doch nicht unter den Teppich kehren. Nach 2 Jahren haben sie ihn dann rausgelassen. Angeblich wegen guter Führung. Keine Ahnung, wo er jetzt ist. Aber dieser Wichser sollte hinter Gitter. Was? Hinter Gitter? Verschmachten? Ach so, wer sagt denn sowas? Wenn du mich fragst. Rick? Vielen Dank, dass du das alles mit mir geteilt hast, aber ich muss dich das einfach fragen. Machst du dir denn um deine eigene Sicherheit keine Sorgen? Wenn ich das hier veröffentliche, wer weiß dann schon, was dir zugestoßen wird. Außerdem... Nur keine Sorge. Ich habe schon vor Jahren meinen Frieden mit dem Tod gemacht. Außerdem, das Aufdecken all der Lügen dieser Arschgeigen vom FBI. Das ist etwas, das sich John von mir gewünscht hätte. Wer weiß, er könnte immer noch irgendwo da draußen sein. Und wenn er deinen Artikel sieht, dann weiß er, dass ich endlich das getan habe, was ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Ja, das war's mit Police Stories. Ja, ich fand's ganz angenehm eigentlich zu spielen. Ich fand auch die Gadgets, die man so nach und nach freigespielt hat, eigentlich ganz cool. Das Einzige, was mich gestört hat an dem Spiel, war die Mucke. Sie war einfach nicht so mitreißend. Wie gesagt, bei Hotline Miami 1 und 2, da hat man die Action mit der Musik so einen schönen Flow. Es gab so einen schönen Flow, da konnte man einfach rumlaufen und ballern. Danke an 555, unsere Kickstarter-Unterstützer. Oh, das Ganze war ein Kickstarter-Spiel. Erik Range war mit dabei. Gronkh hat das mitfinanziert. Warum spielt das Gronkh nicht? Ist ja krass. Vlad, ah. Kenne ich auch. Nee, kenne ich nicht, aber... Naja. Ja, cool. Wusste gar nicht, dass es Kickstarter ist. Also mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Was mich manchmal auch ein bisschen genervt hat, dass man noch Punkte erspielen musste, um das nächste Level freizuschalten. Aber vielleicht habe ich damals einfach gerade hier in der Anfangszeit zu schlecht gespielt, um das nächste Level freizuschalten. Aber später war das ja eigentlich easy going. Nachdem man so das Spielprinzip verinnerlicht hat. Story war okay. Aber ich hätte es eher
bei Police Stories eher so Kleingeschichten gedacht, aber das, die ganzen Kleingeschichten haben sich ja zum Großen und Ganzen entwickelt und in einer übelsten Verschwörungstheorie quasi geendet mit dem Thema, mit dem FBI und Co. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Cooles Spiel. Am Anfang habe ich mich ziemlich viel aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Hab mich ja, ich habe, man macht ja immer selbst den Fehler, ne? Das ist halt ein Spiel. Also ich habe ja nicht das Gefühl gehabt, dass die KI mich hier verarscht hat. Ich bin ja immer selbst immer irgendwo reingelaufen oder ich habe was übersehen und habe immer selber die Fehler gemacht. Aber habe mich dadurch auch aufgeregt. Aber gut aufgeregt. Ich habe es ja mehrfach gesagt. Ein gutes Spiel, glaube ich, ne? Na gut. Ansonsten, ja, wir sind durch. Allein dafür könnte man ein Abo da lassen. Ansonsten ein Like nicht vergessen oder ein Kommentar. Würde mich freuen. Und ja, schaut doch mal in die anderen Sachen rein, die wir haben. Conan Exiles läuft immer noch. Gesundheit, Mathilde. Ja, Gesundheit, die ist gerade am Verrecken. Und ja, die Outer Worlds haben wir noch. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Star Wars kommt nicht. Das liegt einfach daran, dass ich ja, mit der Spielart nicht so viel zu tun habe. Ist nicht so meins. So Dark Souls, dafür habe ich nicht die Geduld. Ich glaube, da schmeiße ich eher mein Pad durch die Wand, anstatt das Spiel durchzuspielen. Gut, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.